Viele seltsame und oft gefährliche Gestalten schleichen durch die Straßen von Yharnam. Einige von ihnen sehen auf dem ersten Blick wie Monster aus, sind aber weit entfernt von was man bösartig nennen könnte. Leider ist dies jedoch nicht immer der Fall. Manchmal ist es eine gute Idee, dem ersten Eindruck zu vertrauen. Hallo, ich bin Sera und heute sprechen wir über den verdächtigen Bettler und was ihn so offensichtlich verdächtig macht. Das erste Mal treffen wir den Bettler im verbotenen Wald, umgeben von den Leichen einer Yharnam-Familie. Weit vorgebeugt scheint er sich an den Überresten des jüngsten Mitglieds zu laben. Wenn der Bloodguy ihn auf frischer Tat ertappt, stellt er sich als ein überraschend ruhiger Geselle heraus, der unter anderen Umständen weniger verdächtig gewesen wäre. Wow! Verflucht! Erschreckt mich nicht so. In einer Nacht wie dieser. Ich habe euch für ein Monster gehalten. Oh, den Stern sei Dank, ihr wirkt recht nochmal. Habt ihr diese schreckliche Bestie erledigt? Oh, ich hatte solche Angst davor. Ich stand da wie festgenagelt. Und dann seid ihr gekommen. Tja, wenn ihr ein Jäger seid, dann kennt ihr vielleicht einen Zufluchtsort? Na, sowas. Danke. Es wird Zeit, dass ich etwas ändere. Ich kann nicht allein hier draußen bleiben. Oh, ihr habt mir Hoffnung gemacht. Das ist schrecklich nett von euch. Nehmt das. Mehr kann ich als Dank leider nicht anbieten. Danke. Es wird Zeit, dass ich etwas ändere. Ich kann nicht allein hier draußen bleiben. Wie bei so vielen Überlebenden der Stadt kann man sich entscheiden, ob man ihn nach Eosefkas Klinik oder der Odon-Kapelle schicken möchte. Eine Reise in der Klinik hat offensichtliche Konsequenzen, die wahrscheinlich das Beste für alle Beteiligten gewesen wäre. Sollte man ihn allerdings in die Kapelle schicken, werden garantiert Köpfe rollen. Der Bettler ist nichts weiter als eine abscheuliche Bestie in der Haut eines Überlebenden, auf der Suche nach seinem nächsten Mal. Jedes Mal, wenn sich der Bloodguy einen Albtraum stellt, lockt er einen der Überlebenden der Kapelle in eine blutige Falle. Zuerst der skeptische Mann, der sich in der Kapelle aufhält. Dann die alte Dame, Adela, der blinde Bewohner der Kapelle und zu guter Letzt sogar Ariana. Wenn man ihm keine Einhalt gebietet, bleibt von dem einstig sicheren Ort nur noch ein Schatten seiner selbst übrig. Der Weihrauch im Inneren der Kapelle hält sein Bestientum in Schach, jedoch schafft er es noch immer, die Überlebenden in tödliche Fallen zu locken. Als Dank für seine Rettung gibt er uns immer wieder Bestienbluttabletten, die einige Vermutungen aufwerfen. Wer ist dieser Bettler und wie ist er hierher gekommen? Oh, ihr wieder. Ihr kommt gerade richtig. Ich hab wieder was. Seht ihr? Eine häufig geflüsterte Theorie ist, dass er ein Schatzsucher der heilenden Kirche namens Izzy war. Die Schatzsucherhose, die er trägt, sowie den typischen Helm gequälter Jäger lassen eine Verbindung schließen. Izzy war berüchtigt für seine bestialischen Werkzeuge, die von der Kirche verboten wurden. Er soll einst in den Wald geflohen und nie wieder aufgetaucht sein. Derselbe Ort, an dem wir den Bettler finden. Ein Totem, welches man dort findet, sieht verdächtig wie der fehlende Teil seiner Ausrüstung aus. Er könnte in den Tiefen der alten Labyrinthe zu einem fleischfressenden Monster geworden sein, auf der Suche nach seinem nächsten Aufmerksamkeit. Sollte der Bloodguy ihn bezwingen, braucht er mit seinem letzten Atemzug Folgendes. Ob er damit Menschen im Allgemeinen, die Einwohner Yharnams oder die Jäger meinte, können wir nur spekulieren. Der Bettler war ein Wolf im Schafspelz. Zwar ein dreckiger, blutverschmierter und zerrissener Schafspelz, aber nichtsdestotrotz ein Schafspelz.